Hallo und zurück zur versprochenen Folge, dass wir jetzt Level 13 komplett räumen werden. Ich muss mal schauen, ob ich das auch innerhalb einer Stunde schaffe. Ansonsten werden wir das morgen machen. Beziehungsweise übermorgen, weil morgen ist wieder mein Spieleabend, wo wir die Siedler von Catan nach Feierabend auf der Arbeit spielen. Und deswegen. Oh, hier ist ein Ring, den habe ich komplett übersehen, aber ein goldener. Wie kann sowas passieren? Und deswegen wollen wir mal schauen, ob wir es vielleicht doch noch schaffen in einer Stunde. Ja, da ist einer um die Ecke gekommen. Ja, liegen Leichen rum und da ist auch gerade wieder ein Ritter um die Ecke gekommen. Und hängt hier wahrscheinlich an der Wand fest. Ach, ich glaube, ich verwechsel das auch zum Teil mit Diablo 2. Weil, ich kann mich noch erinnern, kurz vor Diablo selber. Waren so sauschwere Gegner. Da war fast Diablo einfach am Ende zu bekämpfen. Bin auch gespannt, wie es hier mit den HD-Mod ist, ob der dann stärker ist oder anders oder auch wie immer. Ich finde, das hier sieht immer komisch aus mit diesen überkreuzten Beinen. Ah, da hat sich jemand versteckt. So, solange die Ritter da unten links nicht aktiv werden, beschieße ich sie auch noch nicht. Oh, sie hat hier irgendwas Besonderes und die Ritter sind aktiv. Die sollen mal bitte schön dort stehen bleiben, damit ich sie hier in Ruhe abknallen kann. Ah, gleich, 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 gleich. Ah, Mann, jetzt steht er genau im Weg. Das ist doch. Baller stehen halt weg. Ja, ich glaube, diese Folge werden wir dann auch aufsteigen. Ah, hier haben wir noch ein paar Gegner. Oh, die sind auch alle mit goldenen Namen. Hier war doch noch jemand da. Die Atmosphäre ist ja einfach der Hammer. Überall Blut, Knochen, seltsame Magiewände hier, Feuer, umgedrehte Kreuze, dann noch diese Musik im Hintergrund. Oh, wir finden jetzt hier auch Goldbeträge im vierstelligen Bereich. Diablo 2 hat noch etwas von dieser Atmosphäre, aber ab 3. 3 leider nicht mehr. Das ist alles sehr bunt Comic-Grafik-mäßig. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir das für den PC dann irgendwann mal hole oder lieber für die PlayStation 4, weil es tatsächlich auf der Konsole mehr Spaß machen soll. Sogar dermaßen mehr Spaß, dass Spieler, die es auf dem PC gezockt haben, keinen Bock mehr drauf hatten, aber auf der Konsole es dann quasi nochmal neu entdeckt haben, weil da anscheinend die Steuerung auch dann, ich nehme mal an, direkter ist. Und nicht, sag ich mal, so relativ indirekt, wie wir es jetzt haben. Denn ich klicke hier einfach nur hin und sage dann, der Spielführer geht dahin. Und auf der Konsole werde ich das wahrscheinlich mit einem Stick, wie so ein, wie nennt es sich das nochmal? Twin-Stick-Shooter, sich in der Art steuern, nehme ich mal an. Was dann auch halt irgendwo einen gewissen Spaßfaktor bringt. Auf dem PC ist halt ein Vorteil, ich kann mal wieder so einen Mod runterziehen, was die Grafik, wieso heißt
Atmosphäre etwas düsterer macht. Ich fand immer noch die ersten Bilder von Diablo 3 sehr, sehr gut. Aber leider haben sie es dann schlagartig umgeändert. Das war auch die Zeit, wo Borderlands zum Beispiel rauskam. Die hatten ja auch komplett nur Comic-Grafik. Und auf einmal bestanden alle Spiele nur noch aus Comic-Grafik. Wurde meiner Meinung mit Demon Souls dann durchbrochen, beziehungsweise Dark Souls, was dann wieder richtig düstere Grafik und Atmosphäre und Stimmung wieder ins Spiel reingebracht hat. Ja, ich glaube, das hat auch mit World of Warcraft angefangen, wo sie. Das besteht ja eigentlich auch nur aus Comic-Grafik, leider. Kann damit überhaupt gar nichts anfangen. Und erreicht damit natürlich eine größere Zielgruppe, weil es dann auch halt viele 13-, 40-Jährige spielen können. Aber andererseits muss man bedenken, ich glaube, Diablo 1 habe ich auch mit 14 gespielt, ja? Kann gut sein. Kann mich auch daran erinnern, dass ich, glaube ich, gar nicht drauf eingestellt war, dass es wirklich dann auch so hier finster, düster, brutal wird. Hier überall diese aufgespießten Leichen. Oben in der Stadt sah es schon ja, einigermaßen normal aus und man hat gemerkt, ja, die Stimmung ist gedrückt, finster. Und dann steigt man ab, landet dann im Keller. Da sieht es auch nochmal relativ normal aus und dann hat man solche Extremen wie hier. Boah, wie sie alle massenhaft aufgespießt wurden. Jetzt läuft es hier ganz gut. Aber ich sollte meinen Mund nicht so weit aufreißen, weil sobald ich solche Sätze von mir raushaue, passiert es nicht lange und wir treffen schon wieder auf Gegner mit goldenen Namen. Die kommen ja auch ziemlich vereinzelt vor. Ich fühle mich fast wiederum zu stark für dieses Level. Ich kann es nicht oft wiederholen, am schlimmsten waren wirklich diese goldenen Skelette. Wahnsinn. Die habe ich komplett übersprungen, das Level. Und seltsamerweise im nächsten Level ging es ja wieder richtig gut voran. Weiß gar nicht, ob hier auch andere Gegnertypen generiert werden, sobald ich das Spiel wieder neu starte. Ich hoffe hier nicht, in dem Fall nicht, A, weil ich hier sehr gut vorankomme und B, einfach von der Atmosphäre her, ich kenne dieses Gebiet nur mit diesen schwarzen Rittern und den Sugubus. Wie geht's so weit, ja? Gibt's hier vielleicht eine geheime Wand? Ich bin mir sicher, dass hier auch geheime Wände gab, wenn ich draufklicke, dass sie aufgehen. Oder bilde ich mir das nur ein? Weil bis jetzt habe ich nicht eine einzige geheime Wand gefunden. Nur solche, die wir mit Schalter aktivieren können. So, erstmal die Ritter niedermachen und dann die Fernkämpfe. Gott, was war denn das? Schnell weg, da habe ich Angst. Und ich noch schnell hier so ein Portal auslösen. Was hat er gerade geschrien? Deine Seele ist meine. Hoffentlich verfolgt er mich nicht. Ich will ja erstmal die Ritter wegsnacken. Auch wo immer die jetzt hin sind, da kommen sie doch. Oh, da kommt der Typ. Was macht denn der?
Alter, was sind das für Riesen-Angriffswelle, was er da macht und was das überhaupt für eine Reichweite hat. Also zum Glück habe ich hier viel freigeräumt, das heißt... Ah, da kommt noch ein einzelner Ritter mit. Ah, das gefällt mir nicht so sehr. Uch, das war wieder... stürze ich mich trotzdem in den Nahkampf rein. Wie viel hält denn der aus? Okay, ich mache mit meinen Pfeilenbogen überhaupt keinen Schaden. Okay, ich teste es mal aus, wie nah... Ah, es geht eigentlich ganz gut. Das sah nur furchterregender aus. Ich habe auch wirklich das Gefühl, dass der Schwierigkeitsgrad gerade irgendwie gesenkt wurde. Oh, der hat da was Schönes, sagt. Das sieht sogar aus nach einem Schwert. Ich habe hier so ein riesen Feld frei. Trotzdem kann ich es nicht aufheben. Warum will er das nicht? Ah, kann das sein, dass ich das schon hab? Nee. Sieht da ein Questgegenstand aus, warum er auch immer das nicht aufheben will. Vielleicht, weil ich die Quest dazu noch gar nicht habe? Ich habe da unten zwar ein Stadtportal, aber ich gehe nochmal hoch. Mach hier einen neuen auf. Ah, er will doch was. Flesh-Dome's demise is a great good to the world. Yet Shadowfang remains. It must be found and destroyed. Do not attempt to use the Demon Blade, Champion. It will corrupt and madden any mortal who wields it. I alone can end its dark evil. Ach stimmt, das war die Quest, deswegen kann ich es wahrscheinlich nicht aufheben, weil ich es nicht benutzen soll, aber wie soll ich zerstören? Ich dachte, ich muss es zu ihnen bringen, um es zu dass er es zerstört. So, wir haben jetzt aber hier jede Menge Kram drin und lauter goldene Gegenstände. Mal sehen, ob wir eine neue Rüstung aufnehmen. Oh, 3800 für einen Gürtel. Zur Rüstungsphase 5 plus 94% zusätzliche Rüstung. Plus 38 auf Feuer. Oh, regeneriert 4 Leben alle 5 Sekunden und plus 5 Magie. Okay, die nehme ich. Den nehme ich nochmal, nicht lange überlegen. Nachteil kann nur sein, dass die Tränke jetzt nicht mal alle reinpassen. Uch. Weil der hat bestimmt nur 2. Ah, okay. Wir werfen den mal trotzdem. Ja. Ich glaube, ich habe einen noch in der Truhe gesichert, der noch plus 1 Stärke gibt und noch irgendwas Besonderes. Aber halt nicht dieser... Magiebonus hat, nicht Magiebonus, den Bonus, dass wir mehr Gegenstände finden. Ja, okay. Das weg. Das war auch relativ wertvoll, aber ich bin kein Magier. Ah, ich hatte noch einen Ring drin. 6000. Critical Hit Damage plus 10%. Das ist natürlich nice. Was? Plus 2 auf alle Attribute ist aber, ne? Das ist schwer, das ist richtig schwer. Ich heb's auf, weil... ich heb's eigentlich nur auf. Mehr mach ich damit auch nicht. Ich find's irgendwie zu schade, es einfach zu verkaufen. Richtig nett, aber mir fehlt doch ein bisschen, wie soll ich sagen, die Würze darin. So, das ist ja natürlich blöd, dass wir so einen Gürtel haben, der nur 2 Fächer hat, aber müssen wir halt damit auskommen. Weil der ist sehr gut. Jetzt müssen wir auch hier mehr Resistenz haben, jetzt sind wir nicht schon auf 2 Gebieten. Vor allem, wenn ich gegen Diablo kämpfe, wird 100 pro als der Oberbösewicht der Hölle, der Förster Dunkelheit, wird da bestimmt mit Feuermagie um sich werfen. Deswegen ist das hier gerade gut, 38% Bonus auf Feuerresistenz. Jetzt finden wir zwar wahrscheinlich nicht mal so viele geile Gegenstände, aber ich weiß auch nicht, ob diese 10% wirklich merkbar was ausgemacht haben.
wollte nochmal alles reparieren. Ich habe das Gefühl, dass ich auch langsam eine Sehnscheidentzündung bei meiner Hand bekomme. Das habe ich auch noch komplett vergessen, dass das früher normal war bei solchen Spielen. Ja, und wie soll ich das jetzt machen? Ich würde es nur so gerne... Ach nee, ich kann es nicht verwenden. Ich wollte sagen, ich würde es so gerne verwenden. Wir gehen nochmal hoch, um die Quest abzuschließen. Um zu sehen, wie es mich langsam kaputt macht und ins Böse zieht. So. Light be praised! You found the cursed demon blade. Only its destruction can ensure the safety of us all. Wait, what treachery is this? Oh, it burns! Hellfire consuming me! You must take this to the Hellfort and cast it in before... Okay, was geht denn jetzt gerade ab? Er hat es nur mal kurz angefasst. Das ist ja der Hammer. This blade must be destroyed. Ja, und wo? Ja, kannst du auch sicherlich zerstören. Hier, fass mal das Schwert kurz an. kann ich's hier vielleicht... Huch, jetzt hätte ich was, mein Superschwert. Da werde ich jetzt aber geweint, glaube ich. Kann ich das? Naja, ich habe hier falschen Knopf. Ich mache es einfach, ist mir total Banane. Aus reiner Neugierde. Nee. Ich habe die Hoffnung, dass hier das Böse ausgetrieben wird und ich dann dieses Schwert auch benutzen kann. Aber wer macht das? Hello, my friend. Stay a while and listen. The Sun is Sea, das ist ja cool. Heißt es nicht, gibt es nicht ein Spiel, was so heißt und was richtig gut sein soll? Ja, da hat doch gesagt, ihr sollt es irgendwo hinwerfen. Ja, ich weiß ja wieder nicht. Ach, das ist viel zu viel. Ja, keine Ahnung. Hier unten vielleicht Doom? Light be praised! You found the cursed demon blade. Only its destruction can ensure the safety of us all. Wait, what treachery is this? Oh, it burns! Hellfire consuming me! You must take this to the Hellfort and cast it in before... Kann sein, dass Hellfort Höllenschmiede heißt. Ich google ehrlich gesagt gerade nebenbei. Einen Moment. Ja, tatsächlich Höllenschmiede. Mein Englisch ist noch nicht mal so schlecht, wie ich mal denke. Auch wenn ihr jetzt gerade die Hände über euren Kopf zusammenschlägt. So, schließen, dass ich überhaupt noch so ein Wort suche. Aber wo ist diese Höllenschmiede dann wiederum? Das ist ja blöde Ring da geht mir auch auf den Nerv. Ja, er muss doch wissen als Schmied. Wow, what can I do for you? Ah, you speak of an ancient and evil weapon. Tread lightly in this area. The legends of Shadowfang are as black as a moonless winter night. Crafted within the Hellforge, Shadowfang can rend the very soul from whoever it strikes. Ah, I do not envy you if it is in your mind to defeat the one who wields it. May light protect you, brave hero. Er hat mir jetzt auch nicht wirklich weitergeholfen. Ja? Hello, my friend. Stay a while and listen. The priest Tremaine is a holy man from an ancient order. Their dealings with the evil forces at work are well respected and well documented. I too have heard legends that speak of the cursed demon blade called Shadow Fang. It is said to consume the tortured souls of its victims. These souls are trapped within its ebon blade and augment its unholy power. I have also read
of a great hell forge, where even the mightiest weapon could be created or destroyed. Tread carefully when dealing with Shadow Fang and its master, lest you be drawn into the sword as well. Okay. Ja, vielleicht eher nochmal. Dass die Waffe scheinen Seelen zu fangen. What ails you, my friend? I was asked to assist in the exorcism. My skills were able to ease the poor man's suffering as Tremaine drove the demon from his body. While I was treating him for an exceptionally high fever, he spoke of a place of searing heat. The tortured fellow cried out about hell and falling into a pit of flame. I could not make any sense of it, and thankfully he soon recovered. Ich nehme an, ich gehe jetzt einfach runter und werde dann schon früher oder später das Rätsel lösen. So. Nur blöd, dass jetzt natürlich in meinem Stauraum rumliegt. Oh nein. Ach stimmt, mein Gott, er regeneriert ja Energie. Man kann jetzt fast regelrecht zuschauen, wie das auf- und absteigt. Ich muss jetzt trotzdem mal etwas nehmen. So. Genauso mag ich es. Man kann ja fast zusehen, wie das hier ansteigt. Weil ich habe ja irgendwo einen Gegenstand, der schon mir HP generiert und jetzt noch mit dem Gürtel zusätzlich. Es ist natürlich eine sehr schöne Sache. Dann spare ich mir auch ein paar Heiltränke, um hier immer, sag ich mal, den letzten Rest aufzufüllen. Ah, ich muss jetzt aufpassen, dass ich noch meinen Gürtel sofort auffüllen. So und so. Oh, da unten sind ein paar. Ich sollte mich nicht mit den Fässern beschäftigen. Na, treffe ich? Anscheinend nicht. Ja gut, das dadurch, dass ich natürlich HP generiert bekomme, brauche ich auch nicht alle Fächer. Würde ich jetzt mal sagen, es gleicht sich ganz bisschen aus, dass ich jetzt nur noch zwei Reihen habe, wo ich Zaubertränke... Ach, wo ich Zaubertränke einsetzen kann, aber... Insgesamt wäre eine Reihe trotzdem schöner, eine Reihe zusätzlich. Noch cooler wäre es, wenn ich jetzt hier auch noch einen Gegenstand finde, der auch nochmal HP generiert. Vielleicht kann ich das hier noch ein bisschen in die Extreme treiben. Wird wahrscheinlich so extrem sein, dass Schaden sofort wieder generiert wird, aber... Was macht denn das? Tut bestimmt mich abhärten. Oh, wir sind aufgestiegen, darauf habe ich ja gar nicht geachtet. Jetzt gerade. Hat er jetzt hier irgendwas gemacht? Dieser Brunnen, habe ich jetzt mehr auf Magie oder sowas? Ach, keine Ahnung. So, ich gebe hier nur überall einen Punkt rein. Und hier Stärke, damit wir wieder mehr Schaden machen.
Hier geht's auch noch weiter, sehe ich. Okay, von beiden Richtungen ist doof, da gehe ich etwas zurück. Ich spiele hier übrigens hochkonzentriert, also wenn ich nicht so viel rede, verzeiht mir das. Aber wir sind jetzt auch an einer wichtigen Stelle, nämlich kurz vor Diablo, wobei es relativ, wir haben noch 2 Level, glaube ich, vor uns. Ich will jetzt keine Fehler machen, so kurz vorm Ziel. Ja, Level 13 sind wir, also noch 3 Level. Oh, wir kommen jede Menge. Muss ich mal kurz zurückgehen. Und mal hier einen Weg, eine Strecke finden, wo wir eine schön lange Gerade haben hier. Vielleicht mal kurz aufs Schwert. Oder auch nicht. Hast das Gefühl, dass mein Bogen jetzt sogar mehr Schaden macht, weil er halt noch, was hat er? Ich glaube, Lichtschaden macht er noch zusätzlich. Und dass die halt empfindlich genau dagegen sind. Das kommt weg. Da hat sich noch einer versteckt. Ich rechne auch mit ca. 1-2 Level, die ich jetzt noch vom Charakterwert her aufsteigen werde. Also Stufen, noch 2 Stufen und dann bin ich eh dann kurz vor Diablo. Oder bin dann schon dort. Also ist mein Charakter so ziemlich fertig. Da wird sich nicht mal viel verändern. Von der Ausrüstung hoffe ich jedenfalls, dass ich noch das ein oder andere Objekt finde. Wie den Gürtel, den haben wir auch vor kurzem gefunden. Der ist sehr gut. Durch die Regeneration. Die bringt doch mehr, als ich dachte. Da oben geht es auch weiter. Hier. Ja, nicht so weit vorlaufen. Oh, da ist irgendwas. Irgendwas Spezielles. Dann nehme ich mal wieder ein bisschen Abstand. Ich kann kaum Schaden machen. Dann wechseln wir jetzt mal und drauf. Okay, der hat überhaupt gar keinen Schaden gemacht. Aber wir haben gerade auch viele Boni oben rechts laufen. So, Mana brauchen wir auf jeden Fall. Erstmal die kleinen weg. Ah, wieder nur so ein Scheißmandel. Wäre cool, wenn ich einen Mantel noch zusätzlich zu meiner Rüstung tragen könnte, was eigentlich kein Problem darstellen sollte. Wenn wir es mal aus der realen Sichtweise sehen.
So, war ich hier in den Raum schon drin, ja. Na, ich habe schon vermutet, dass hier ein Gegner kommt. So, die eine versteckt sich hier um die Ecke. Ah, da hat sich noch jemand versteckt. Ach. Und hier oben. Ja, es sind wieder irgendwelche spezielle Gegner. Da kommen jetzt auch wieder so ein paar schwarze Ritter. Dann gehe ich hier mal kurz zurück. Da. War das nur einer? Da waren doch sicherlich noch mehr. Es war nur einer. Wir machen kaum Schaden und dafür machen die umso mehr Schaden. Ich glaube, da muss ich im Nahkampf reingehen. Oh, hier hat sich einer versteckt. Ja, wir gehen einfach mal rein. Ah, das ist da noch so ein Ritter zusätzlich. Es haben wieder viele Gegner aufgescheucht. Dich will ich. Renn ruhig. Oh, die rennt wieder sonst wohin. Ich gehe mal kurz in den Rückzugmodus. Und dann erledigen wir erstmal die schwachen Gegner. Die anderen wollen nicht kommen. Ah, die ist immer an vorderster Front dabei. Ich gehe jetzt einfach rein und hau hier einfach drauf. Habe ich jetzt erledigt? Ich darf ja auch nicht zu weit reinlaufen, nicht dass ich wieder eine riesen Gegnergruppe auslöse. Da kommen nicht wieder ein paar Ritter. Muss auf den nur diese Madame hier noch übrig sein. Und die schnappe ich mir jetzt. Wenn es nicht wieder zu weit reinläuft, den greife ich mal von der Seite an. Ja, schön in der Ecke. Und das war's. Und die hat den Ring fallen gelassen. Ja, die sind ganz schön anstrengend, weil sie komplett wegrennen. Deswegen macht sie hier wieder mit feilen Bogen nieder. Kein Goldener. Ja, ganz schön groß das Level. Uiuiui. So, hier ist nichts mehr, aber hier konnte ich noch etwas tiefer reingehen. Nach Westen. Oder
haben wir auch nichts Besonderes. Riesenlabyrinth. Oh, da hängt gerade einer ab. Am Haken. Oh, hier ist noch ein Körper, den ich anklicken kann. Scheint so eine Rüstung zu sein. 22, 23, na, mal schauen. Ist nicht golden, daher... Wer weiß. Ich nehme an, nicht viel besser, aber wird zumindest viel Gold dafür rausspringen. Ups, ich habe gar keinen Bogen draußen jetzt. Okay, das sieht ja wieder sehr speziell aus, das Buch. Ich renne das mal durch. Und sichere die Gegend. Ah, jetzt bin ich ja wieder hier. Okay. Das Buch hier habe ich ja am Anfang auch ignoriert. Dann lese ich es mir jetzt mal durch. Mal sehen, ob irgendwas passiert. Die Armories of Hell sind Home to the Warlord of Blood. In his wake lay the mutilated bodies of thousands. Angels and man alike have been cut down to fulfill his endless sacrifices to the Dark Ones, who scream for one thing: Blood. Ups, da war ich gerade im Feuer. Okay, da gehen wir hier mal und hier unten können wir auch noch lang. Ah, hier sind noch ein paar Stellen, die wir erforschen können. Solche langen Gänge mag ich doch. Für meinen Bogen perfekt. Oh, da kommt noch ein Ritter. Wäre das ein Dark Souls, müsste ich quasi meine Erfahrungspunkte sammeln und mit nach oben nehmen. Und was sie hier gar nicht so behalten. Also ich müsste quasi sammeln, nach oben nehmen und oben könnte ich sie erst umsetzen. Und wenn ich sterbe, würden alles, was ich an Erfahrung gesammelt habe, verloren gehen. Wenn ich das so überlege, hört sich das ziemlich fies an, wenn man es hierauf bezieht. Wenn das hier so eine Spielmechanik hätte. Aber andererseits wäre das auch, ich weiß nicht, motivierend. Weil dann die Tote umso mehr schmerzen. Oh nein. Gegner, die reden, sind immer schlecht. Aber wir hatten vorhin schon Gegner. Da hatte ich ja schon Angst gehabt. Oh, was macht denn er? Und am Ende waren sie doch schwach. Okay, der hat doch was drauf. Okay, ein Amulett haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Ich weiß gar nicht, was ich eigentlich für ein Amulett trage. Okay, so ein besonderes, was sogar Level 9 erfordert. Und er schmeißt dir einfach nur so ein Teil, was Level 3 erfordert. Wir sind hier kurz vor Diablo und dann wirft er so einen Müll ab. Naja, oh, das klingt ja cool. Ja, eine große Axt, weil ich auch so gern mit Zweihändern Waffen hier spiele. Yeah.
Ja, da scheint es runter zu gehen. Manna, 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 da. Ach, die hier kann ich auch im Nahkampf machen. Nur die Succubus sollte ich mit den Bogen erledigen, weil die hauen nämlich gerne ab. Und das ist halt nervig. So, hier sind noch ein paar Gegenstände, die sollte ich mal ruhig mir mal anschauen. Hier hinten ist auch was. Rüstung, das war eine Lederrüstung, das gefällt mir schon mal nicht. Das auch. Oh, ja gut, aber eine Robe. Ich sehe gerade, 3/4 haben hier um. Vielleicht gehe ich noch runter und suche da unten noch einen Teleportstein. Hello, my friend. Stay a while and listen. Quatsch, da ist der Händler. So, 1800, das interessiert mich immer nicht. Das wird bestimmt teuer sein. 7000, naja, geht so. 5000 ist teuer, ich bin aber kein Dingsbums. Wir können kurz mal reinschauen, ah gut, liest sich nicht so spannend. 8000, das hat 11000, da müssen wir glaube ich auch nicht lange überlegen. Plus 14 zu Magie, na, das juckt mich nicht, dann nehme ich lieber das weiterhin. Wobei das hat auch 5, plus 5 Magie. Resistenz gegen Licht 20%, Resistenz gegen Feuer 24% und gegen Licht 38%. Eigentlich ist das besser, weil es auch noch plus 7 auf Lebensenergie gibt. Aber hier habe ich nochmal plus 20% Lichtradius. Ich weiß auch nicht, ob mir Lichtradius jetzt zu viel hilft. Ja, den Ring, den kann ich auch weghauen. Wo standen hier nochmal Lichtradius? Lalalala. %140, sind wir dann bei 100%? Na, 120. Und der Gegner bekommt nur minus 1, das ist ja Quark. Nicht der Gegner, sondern ich bekomme minus 1. Schaden von Gegner, kommen wir nehmen lieber den, weil mit dem bestimmt die... Eigentlich kaum. Ich dachte, das hat doch Resistenz auf irgendwas gehabt. Gegen Licht. 38% und das auch? Verstehe ich nicht. Ach, wir können scheinbar nur Maximalwert von 75 erreichen. Auf jeden Fall. Guck mal gerade. Hiermit habe ich 290 Leben. Hier mit 276. Dann würde ich das jetzt tragen. Rein nur von den Werten. Ja. Weil das so ein super wertvoller Gegenstand ist, werde ich den trotzdem mal hier wegpacken. Na, hier kann man so ein paar Bücher lernen. Zack, 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 zack. Ich werde da nie wieder was aus der Truhe rausnehmen, aber trotzdem, ich weiß nicht, ich kann es einfach nicht verkaufen. Da sind so ein paar Gegenstände drin, die werde ich nie einsetzen, weil sie teilweise nicht mehr für meine Charakterklasse sind. Das ist dieses Menschliche irgendwie. Man hat was Seltenes gefunden, man braucht es eigentlich überhaupt gar nicht, aber man weiß, es ist selten, allein nur aus dem Grund hebt man es auf. Ausrüstung reparieren. Hallo. Wow, what can I do for you? So, das hier nehmen wir einfach nur mit, weil es golden ist und nicht, weil es mich interessiert. Oh, mein Lichtradius ist ja wirklich kleiner geworden. Naja, ist mir ja. Oh, das ist,
Und da bin ich dazu geneigt, doch lieber den anderen Gegenstand zu nehmen. Das ist mir schon fast zu klein. Da sieht man die Gegner. Ach komm. Ach, was soll's. Ich habe mich jetzt so sehr dran gewöhnt. Das ist halt das Problem. Ich habe jetzt die ganze Zeit mit 140% Lichtradius gespielt. Und jetzt merkt man es doch. Obwohl der Gegenstand eigentlich besser ist. Und im Endeffekt man sagen muss, scheiß drauf, dann lieber hier 290 HP. Aber naja. Die Macht der Gewohnheit. Stopp, ich habe ja eine Robe, die können wir auch gleich mal identifizieren lassen. Hello, my friend. Stay a while and listen. Well, what can I do for you? Ja, für 1000 auch relativ gut, aber für uns erstmal hat es keinen Wert. Ja, jetzt haben wir wieder etwas mehr Licht. Kannst du mal ausziehen? Oh, da sieht man direkt, wie es... Ja, ist eigentlich nur... Aber trotzdem, man fühlt sich doch sicher aus. So. So, hier links wollte ich noch in den Gebiet. Da war ja noch was. Ich glaube, südlich hatten wir noch ein paar Stellen, die nicht erforscht waren. Ja, hier ist viel... Noch viel unentdecktes Gebiet. So, jetzt muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Okay, nur eine Wand. Super. Dann gucke ich hier unten nochmal nach, aber kann sein, dass da auch nur noch eine Wand ist und keine Gegner mehr, keine Kisten, gar nichts. Dann gehen wir tatsächlich mal runter und dann versuche ich mal, die nächsten 10 Minuten ein Portal zu finden und eine Abkürzung, damit wir uns hier ein bisschen Weg sparen. Ja, hier war nichts. Ah, doch, ein Gegner. Ich hätte auch die Quest oben mal abgeben sollen, wenn ich es überhaupt kann. Ich habe hier irgendeinen Zwischengegner erledigt. Weil ich glaube, hier auf der Ebene war sogar schon eine Abkürzung. Ich gehe trotzdem runter. Da wird es eher wahrscheinlicher, dass wir auf Ebene 15 eine Abkürzung finden. Dann vielleicht noch kurz vor Diablo, also 16 vielleicht sogar noch. Als jetzt danach, aber wir werden mal sehen. Kann auch sein, dass jetzt auf jede Ebene... eine Abkürzung finden nach oben. Ich werde trotzdem mal kurz reinschauen. Das muss ich wieder so weit laufen, weil das ist total beschissen, dass sie hier keinen Durchgang gemacht haben. Da will ich rein. So, das war schon 14. Das sind das nur noch 2 Ebenen. Na, bin ich mal gespannt. Vielleicht spiele ich das morgen oder übermorgen sogar durch. Je nachdem, wie schwer dann Diablo ist. Und wir nicht dann eventuell sogar noch leveln müssen. Oh, jetzt kommen hier schon dickere Gegner. Ah, die nehmen ganz schön ordentlich Schaden. Ja. Gut, die machen Feuerschaden, worauf wir 75% Resistenz haben. Aber auch die Hoffnung, dass wir noch einen guten Bogen finden. Machten ja so viel Schaden an meiner Person.
Ja, wir spielen das jetzt hier. Ich mache, glaube ich, die Stunde hier noch voll diesmal in dieser Folge. Und dann tun wir hier halt noch ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln. Treffe ich? Scheinbar nicht. Oh, hier ist irgendein blauer Gegner, der nur rumsteht und nichts macht. Oh, Leutnant. Ein freundliches Monster, was wieder mit mir spricht, oder greift er gleich an? Okay, er greift an. Oh, da bekomme ich auch leicht Angst. Schnell noch ein Stadtportal hier machen. Und jetzt drauf. Wir stoßen hier in eine Gegend rein, wo ich noch nichts erforscht habe. Das ist schlecht. Ich muss mal mich kurz zurückziehen. Hallo? Kommst du jetzt hier um die Ecke oder etwa nicht? Dann machen wir mal so. Hat das nicht wirklich Cooles fallen lassen. Ah, ich habe mich verklickt. Ich habe aus Versehen Alt und Tab gedrückt. Oh, da kommen zwei von den großen. Man merkt auch, die Qualität der Gegner hier ist gestiegen, während die Quantität eher gesunken ist. Wir treffen hier nicht auf 30 Gegner, sondern eher auf vereinzelt starke. Hier war doch einer. Nee, doch nicht. Ja, hier ist auch wieder so ein besonderer Gegner. Komm nur her. Was habe ich aus Versehen? Einen Zaubertrank getrunken statt. Ich versuche wieder mal hinter ihn zu kommen, weil ich möchte ihn nicht darunter schlagen, wo mich dann vielleicht noch ein paar Gegner erwarten. Naja, da macht schön Schaden. Hat sich gar nicht gelohnt. Ah, ich glaube, das ist auch hier alles so verwinkelt. Da brauche ich nicht. Balrog hieß so nicht das Vieh aus Herr der Ringe. Ich glaube, da muss ich jetzt hier nicht weiter suchen. Das dauert, denke ich mal, zu lange, bis ich hier eine Abkürzung finde. Und dann gehe ich wieder hoch an die Oberfläche und bereite mich dann lieber vor auf die nächste. Oh, wir haben ein Zauberbuch. Wir haben hier relativ viele Zauber. Und bereite mich lieber aufs nächste Level vor. Stadtportale erreichen noch. Im Prinzip muss ich jetzt nicht so viel vorbereiten. Vielleicht kann ich hier noch eine Quest abgeben. Jetzt haben wir schon zwei Bossmonster besiegt. Hier haben wir auch eine kleine Abkürzung schon gefunden. Hier geht es nämlich direkt zu Level 13. Aber niemand will mit mir sprechen. Das heißt, dass ich so einen Obermotz niedergemacht habe, der sogar irgendwas zu mir gesagt hat, was ich schon wieder vergessen habe. Bringt mir hier gar nichts. Na dann, eben halt nicht. Ja, da möchte ich hin. What ails you, my friend?
Getränke auf jeden Fall. Das nimmt bestimmt nur die Hexe den Zauberstab, da ich keine Lust hinzugehen, deswegen packe ich es ein. Und die Axt interessiert mich. Aber wird wahrscheinlich eh schwächer sein als das, was ich bereits bei mir trage. Ja, die ist quasi Müll. Dann hat sich das erledigt. Gut, dann würde ich mal sagen, sie war soweit vorbereitet. Ich kann nochmal reparieren. Aber vielleicht weiß die Hexe, was man mit diesem verzauberten Dämonenschwert macht. Ich gehe nochmal kurz zu ihr hoch. Und laber sie darauf an. Oh, ich sehe gerade, von der Zeit war es mit der Stunde schon knapp zum wir sind schon Minute 50, 56 so in der Dreh. Da ich ja genau richtig aufgehört. Ich dachte, ich hätte noch etwas Zeit. Für die Stunde. Ja, da hätte ich doch den Zauberstab mitbringen können. Naja. Dann nehmen wir zumindest noch ein paar Stadtportale mit. So, das reicht erstmal. You must be ever watchful, for Fleshdoom is an enemy who is both cruel and quick. His ebon blade is composed of the essence of evil. If you can... Ja, das ist doch nicht. Was mache ich eigentlich die ganze Zeit? Ich dachte, Fleshdoom ist das Schwert, was ich ja eingesammelt habe. Ist es auch nicht, das ist Shadowfang. Ach, keine Ahnung. Leckt mich doch einfach. Ah, da sind wir soweit jetzt eigentlich auch bereit. Heiltränke haben wir genug. Stadtportal haben wir genug. Dann würde ich jetzt sogar abspeichern. Und dann sehen wir uns morgen oder übermorgen wieder, wenn ich die nächsten Folgen aufnehme. Und ich denke mal, 2 Tage brauche ich noch, dann habe ich das Spiel geknackt. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Bis dann, macht's gut, tschüss.